In welchem wird das sein? Sie wechseln ständig durch. Das wissen wir erst, wenn er aussteigt. Du scheinst viel über Makarov zu wissen. Alpha 1, Funkkontrolle, over. Bravo 1, okay. Wir sind in Stellung mit Sichtkontakt. Also, Kamaro fungiert im Hotel als unsere Augen und Ohren. Sobald er uns das Zeichen gibt, geht es los. Was siehst du? So eine Scheiße. Anscheinend kommt Makarov zu spät zu seiner Beerdigung. Warten auf ein Schussfeld. Da kannst du ihm so viele Kugeln verpassen, wie du willst. Eine wird schon reichen. Blutsbrüder. 11. Oktober. Und mal wieder als Juri. Wir sind immer noch in Prag, in der Tschechischen Republik. Achso. Okay, ein bisschen snipern, oder? Das erinnert mich an Call of Duty Part 1. Aber gab es auch so ein Level, wo man auch wieder so einen Terroristen abknallen musste. Wieso mich ran? Ah. Hast du das Fahrzeug? 1, 2, 3. Hier. Ruhig, cool bleiben. Sie fahren jetzt ins Parkhaus. Ich sehe es, ja. Also Kamarov, Sie sind dran. Kamarov, hören Sie mich? Nein, ich bin kein Nie, ich bin nicht Kamarov. Ganz egal, Makarov ist hier. Wir machen nach Plan weiter. Ich bin in Stellung bereit. Was? Was? Wo? Was für ein Hotel? Da! Nee. Ich weiß doch. Ah, ja. Darf ich schießen? Der wird sich sehr freuen, der Preis ist. Was macht denn der da? Der pinkelt oder was? Nee. Der seilt sich ab. Moment, muss man kurz die Lage checken. Wo ist... Schaltet sie aus. Los. Ja, nicht hetzen. Wir haben jetzt Zeit. Wo ist denn der Preis? Wenn man nicht sehen kann, wenn ich abknallen muss. Da oben, da hängt er. Hey Preis, was machst du? Nur rumhängen. Okay, schalten wir sie einfach mal aus. Okay. Ich bin der beste Scharfschütze der Welt. Nicht. Wer ist das? Kamarov. Tut mir leid, Price. Captain Price. Art. Stürm die mir an. Ah. Verdammt, eine Falle. Der letzte Part war übrigens unsynchron, deswegen werde ich hier ab sofort immer ein paar kurze Stops machen. Also nicht wundern, falls plötzlich ein bisschen was übersprungen wird. Ist er mit der Tod oder? Na komm her! Gott, immer muss ich den Wichser retten. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich es kommentieren soll. Also ja, das war eine Falle eben, ne? Und jetzt sind wir am Arsch. Scheiße.
Wo geht's lang? Hier. Leck! Na gut, ich lade den neben zum Video hoch. Kein Wunder, dass es leckt. So, und jetzt? Okay, jetzt musst du... Kann ich die Tür nicht zumachen? Ah, jetzt muss ich alleine alle killen. Ich hab Angst. Ui. Ui, ich schaff das nicht allein. Seid ihr sicher, dass ich das schaffen kann? Ey, rennt doch nicht da raus, seid ihr lebensmüde? Oder seid ihr überhaupt rausgerannt? Okay, nicht mehr kommentieren, einfach nur schießen. Ups. Komm ich da raus? Ah. Hier bin ich sicher. Oder auch nicht. Ich möchte ein paar Erinnerungsfotos kaufen. Von Prag. Sind das überhaupt Fotos, so Postkarten? Ne, sind eher so... wo sind wir hier? Touristeninfos, okay. Schon, wir wären woanders. Hä? Ah, du hast auf mich geballert. Sag mir, bist du ganz... Balle, ich bin verballert im Hirn, oder? Oh scheiße, es gibt keine neuen Jobangebote mehr für die Tschechen. Naja. Wo? Wer? Wer hat da gerade auf mich geschossen? Ey. Immer mit der Ruhe. Ah! Sie sind mutiger als ich. Auch wenn sie verletzt sind oder ja, sich nicht so gescheit wehren können. Echt? Glaubst du? Ist ja wie im Überlebensmodus. Oh. Also das Level gefällt mir sehr gut. Eines der besten Level bis jetzt, finde ich. Ich will ein bisschen Basketball mit den Tschechen spielen oder wie auch immer. Wir haben's geschafft, so. Halt durch. Ach du Scheiße. Hoffentlich lenkt das hier ein bisschen ab. So, verblute nicht. Ah ja, da kommt Verstärkung, glaube ich, oder? Sind es unsere Leute? Nee, das ist keine Verstärkung, nur dieser Typ ist eine Verstärkung. Wir gehen
doch, das sind auch mehr Leute, als ich gedacht habe. Ich dachte, das wäre nur der einzelne Fuzzi. Naja. Ah! Alter! Ich konnte doch nichts machen, weil ich gerade kurz gestoppt habe, um es zu vermeiden, dass es unsynchron wird. So, kann mir nicht die Tür zu machen irgendwie. Ich meine, das ist nicht gerade die sicherste Methode, die Türen offen zu lassen. Komm schon, du schaffst es. Okay, genug geschmunzelt, es geht weiter. Oh, Panzer! Das wird Makarov... Ah! Das wird Makarov büßen! Preis, was soll das? Was? Das weiß ich doch nicht! Juri, Winter 1996. Boah, rast doch nicht so. Ey. Alter Sarats Versteck am Nahen Osten. Oh, dein Handy klingelt, oder mein Handy, oder wessen Handy auch immer. Tausende von Seelen mit einem Knopfdruck vernichtet. Kennen wir doch, oder? Falls ihr die ersten zwei MW2 Let's Plays gesehen habt oder die Spiele kennt. ...2016. Das kommt uns doch auch bekannt vor, oder? Wo ist er?
Da ist er. Ich war ein russischer Soldat, kein Mörder von Unschuldigen. Aber in seinen Augen machte mich das zum Feind. Okay, Juri. Du hast dir etwas Zeit verschafft. Bis zum nächsten Part, servus, war übrigens das beste Level, was ich je gezockt habe. Bis gleich, bis zum nächsten Part, ne? Ciao!